Herzlich willkommen, liebe Tischtennisfreunde des WTTV. Ja, es geht erneut wieder um den Rückhand- und den Vorhand-Topspin aus Mitte-Wechselpunkt und aus dem Rückhand, verbunden mit dem Aufschlag. Ihr habt jetzt gesehen, dass wir Unterschnittaufschläge beim letzten Mal geübt haben und dann vernünftige Eröffnungen und Nachspielen ausgeführt haben. Diesmal werden wir hier leere Aufschläge auftischen und normalerweise ist es dann so, dass der Ball nicht ganz so aggressiv mit Schnitt zurückkommt, dass man dann den Schläger auf jeden Fall oben hat und schon die Bewegungsrichtung mehr nach vorne macht. Wir haben, wie gesagt, die Entscheidung hier zwischen Vor- und Rückhand, also wird es auf jeden Fall schnell. Wenn der Aufschlag mal geflippt wird auf leer, muss man ebenso mit dem Schläger oben auf jeden Fall warten. Und ihr probiert das natürlich nachher auch mal aus. Ja, da ist der Schläger bei mir zumindest ein bisschen hingefallen, weil ich dachte, der geht in den Rückhand. Ein bisschen Platz machen und dann geht's ab nach vorne. Schlägerspitze muss unbedingt bei Rückhand in den Ball rein. Das war jetzt bei mir. Das war gut, zu spät bei der Rückhand, aber mit Vorhand war ich jetzt gerade da. Wenn der Rückschläger gute Rückschläge spielt, dann versucht den Aufschlag noch ein bisschen schneller von der anderen Tischhälfte, also von eurer eigenen Tischhälfte, auf die andere Seite zu bekommen und nicht ganz so nah zum Netz aufzuschlagen. Der war super jetzt gerade im Handgelenk, sehr, sehr flach abgesprungen und einen guten Sound gehabt mit viel Spin. Schläger gespielt und richtig einen abbekommen, obwohl meine Eröffnung auf dem Rückschlag ganz gut war. Ja, das könnt ihr natürlich demnächst auch verbinden, sagen wir dann schon in einer sehr, sehr wettkampfnahen Übung, sprich, wenn ich einen Unterschnittaufschlag oder einen leeren Aufschlag mache, bekomme ich unterschiedliche Rotationen auch ab. Ja, bleibt dabei, übt weiter und bis bald. Tschüss.